Wenn Leute sagen, ich esse ja schon weniger oder ich bin Vegetarier oder Vegetarierin, dann mache ich das tatsächlich immer so, dass ich den Leuten sage, das finde ich großartig, das finde ich super, dass du jetzt schon den ersten Schritt gemacht hast. Genau so müssen wir es machen. Ich habe Verständnis dafür, dass man, dass wenige Menschen es schaffen, von heute auf morgen komplett vegan zu werden. Ich finde es gut, dass du angefangen hast, aber denk dran, ein bisschen weniger reicht nicht, um unseren Planeten zu retten, unsere Zukunft zu retten. Versuch den Weg weiterzugehen. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Angela von Menschen-Tiere-Pandemien und ihr habt vielleicht gesehen, dass wir auf unserer Seite auch einen Beitrag haben zum Thema, wie hängen Pandemien mit dem Klimawandel zusammen? Und heute habe ich mal einen Vertreter der Vegans for Future hier. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, der Tim. Ja, und da wollte ich dich mal fragen, Vegans for Future, was macht ihr so und was hat dich persönlich dazu bewegt, da mitzumachen? Ja, zur ersten Frage. Vegans for Future ist im Grunde genommen als Teil der For Future Klimagerechtigkeitsbewegung der Teil, der versucht, die Agrar- und Ernährungswende in den Fokus zu rücken. Denn uns ist halt am Anfang, wo die Fridays for Future-Bewegung startete, aufgefallen, dass dort ganz häufig nur auf und SUVs im Prinzip sich fokussiert wurde und die Ernährungswende als meiner Meinung nach wichtigstes Element komplett vergessen wurde. Und da haben wir gesagt, da müssen wir als vegan lebende Menschen, die halt sich schon damit auseinandergesetzt haben und schon rausgefunden haben, wie stark denn unsere Ernährung auf Klima und Umwelt wirkt, können wir da nicht stumm bleiben und müssen da irgendwie rein. Und ja, unser Fokus liegt darauf, bei den Fridays for Futures Demos mitzumachen, dort Reden zu halten, Flyer zu verteilen, damit dort bei den Menschen, die sich sowieso schon fürs Klima einsetzen wollen, einfach ein Bewusstsein entsteht, wie man mit der eigenen Ernährung schon Klima und Umwelt schützen kann, solange die Politik da oben nichts Effektives, nichts Effizientes in die Wege leitet. Ja, und wie bist du persönlich dann da so auf die Schiene gekommen? Warst du auch vorher schon vegan dann? Ja, also ich bin vegan geworden tatsächlich vor 28 Jahren. Das allerdings erst aus ethischen Beweggründen. Dann entwickelte sich das so ein bisschen mehr zu gesundheitlichen Beweggründen. Und dann gab es tatsächlich eine Phase in meinem Leben, wo das wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ich nur vegetarisch gelebt habe. Und zuletzt, 2018, habe ich dann wieder so einen Anstoß bekommen, als mir die Klima- und Umweltauswirkungen unserer Ernährung bewusst geworden sind. Und dann habe ich ganz schnell wieder den Schritt zurück zum, oder sagen wir mal, vorwärts zum Veganismus gemacht. Ja, und da habe ich mich deswegen dann sehr spezialisiert auf die Auswirkungen, die unsere Ernährung auf Klima und Umwelt hat. Und auch in unserer Aktivismusgruppe hier bei mir im Heimatort immer mehr uns von der reinen Tierrechtsaktivität oder vom Tierrechtsaktivismus hinbewegt zum Klima- und Umweltaktivismus, weil wir einfach gesagt haben, es gibt genug Tierrechtsgruppen, die Bilder aus Schlachthöfen oder Ähnliches zeigen und auf die ethisch-moralischen Beweggründe hinweisen. Es gibt aber viel zu wenig Gruppen, die versuchen, andere Menschen zu erreichen. Nämlich die Theorie war so ein bisschen, wenn jemandem Tiere egal sind, dann kann man den nicht zum Veganismus bringen, wenn man ihm Fotos oder Bilder aus dem Schlachthof zeigt. Dann denkt er sich, ja, die sind dafür gezüchtet, mir doch egal. Wenn jemand aber sich für Klima und Umwelt interessiert, kann ich den auf diesem Wege erreichen und zum Veganismus bringen, um da halt ja, unser aller Zukunft zu schützen. Und deswegen haben wir dann den Future Circle gegründet hier in Dortmund und haben da sehr viel Fokus auf Klima- und Umweltaktivismus gelegt, immer mit dem Hinblick auf die Ernährung.
Ja, und dann entwickelte sich das weiter, als plötzlich eines Tages ein Facebook-Freund sagte: Mensch, sollen wir nicht mal bei den Fridays for Future ein bisschen Informationsarbeit leisten? Und da ist dann Vegans for Future entstanden. Ja, spannend. Also 28 Jahre ist ja eine lange Zeit. Da hast du ja noch ganz andere Umstände mitgemacht damals. Ja, allerdings. Ja. Früher war es, weiß Gott, nicht einfach, etwas Leckeres zu bekommen. Ja. Ja. Ja, wenn du da jetzt so auf diesen Demos mitläufst und Leute dir sagen, zum Beispiel, ich esse ja Biofleisch oder wenig Fleisch, ich esse schon immer weniger oder ich ernähre mich ja vegetarisch, hast du ja auch gesagt, das hast du auch gemacht. Ich war auch lange Zeit Vegetarierin. Was würdest du diesen Menschen dann sagen? Also zum Thema Biofleisch gibt es tatsächlich Statistiken, auch vom IFOI-Institut, die zu dem Schluss gekommen sind, dass Biofleisch mehr Treibhausgasemissionen produziert als konventionell hergestelltes Fleisch. Das liegt einfach daran, weil die Biotiere erstens mehr Platz brauchen, die stehen ja nicht dicht gedrängt in der Massentierhaltung, zweitens länger leben, weil sie halt nicht so schnell gemästet werden und in ihrem längeren Leben verbrauchen sie natürlich mehr Wasser und atmen auch mehr Methan aus und dementsprechend sind die Treibhausgasemissionen tatsächlich schlechter bei Biofleisch. Das ist also eine faktenbasierte Information dann, die ich den Leuten gebe. Und dann sage ich immer, aber die Lösung ist jetzt nicht Fleisch, sondern weniger Fleisch oder im besten Fall gar keins. Wenn Leute sagen, ich esse ja schon weniger oder ich bin Vegetarier oder Vegetarierin, dann mache ich das tatsächlich immer so, dass ich den Leuten sage, das finde ich großartig, das finde ich super, dass du jetzt schon den ersten Schritt gemacht hast. Genau so müssen wir es machen. Ich habe Verständnis dafür, dass wenige Menschen es schaffen, von heute auf morgen komplett vegan zu werden. Ich finde es gut, dass du angefangen hast, aber denk dran, ein bisschen weniger reicht nicht, um unseren Planeten zu retten, unsere Zukunft zu retten. Versuch den Weg weiterzugehen. Wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du, was weiß ich, anstatt 7-mal die Woche nur 5-mal die Woche Fleisch isst und sagst, damit komme ich gut klar, dann geh den nächsten Schritt, geh runter auf 3-mal pro Woche. Oder was weiß ich, ersetz erstmal die Kuhmilch gegen Hafermilch, versuche komplett auf Rindfleisch zu verzichten, weil das einfach das klima- und umweltschädlichste Nutztier ist, leider. Ja, ich versuche Menschen eher positiv zu erreichen und zu ermuntern, zu sagen, Mensch, das ist toll. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Leuten sagt, nein, du musst aber jetzt, also vegan oder gar nichts. Das ist ja eine Forderung, die vor Tierrechtshintergründen durchaus Sinn macht. Denn wenn Töten falsch ist, dann ist ein Tier töten genauso falsch wie 100 Tiere töten. Im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz kann man tatsächlich sagen, jede Mahlzeit zählt, jeder Bissen zählt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Leuten positiven Zuspruch gibt, dann sind die eher bereit, es zu versuchen und einen Schritt zu gehen. Und wenn man sagt, nein, du musst 100%, dann sagen viele, ja, nee, dann, du sagst ganz oder gar nicht, dann halt gar nicht, weil ganz kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist so auf der einen Seite dieses Entweder-Oder wenn ich sage, ja, das ist super, aber gleichzeitig, nicht aber gleichzeitig, sondern und gleichzeitig ist das noch nicht das Ziel und es geht noch mehr. Genau, Ja. genau. Also das kommuniziere ich dann immer mit, wenn ich sage, du kannst ja schon mal anfangen mit kleinen Schritten, aber denk immer daran, du musst dir ein Ja. Ziel setzen. Das Ziel muss am Ende tatsächlich vegan sein. Ja, genau, das ist ja so, aus Pandemiesicht ist es ja ähnlich. Wir sind ja auch so an der Schnittstelle zwischen Tierrechten und Pandemieschutz. Und da ist es natürlich auch so, je weniger Tiere genutzt werden und gehalten werden, umso besser gegen das Pandemierisiko. Ja. Und wenn dann jemand aber sagt, in so einem Gespräch, boah, das ist aber schwierig, ich schaffe das nicht, ich kann nicht ohne Käse oder irgendwie sowas, da kommen ja dann immer Ja, ganz viele Dinge. also am besten funktioniert es tatsächlich immer, wenn ich meine eigene Geschichte erzähle. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin eine Zeit lang zurückgefallen und
In dieser Zeit bin ich auch wieder komplett käsesüchtig geworden. Also ich habe so Parmesankäse und Old Amsterdam, so diese würzigen Käse habe ich geliebt. Und ja, wenn ich davon erzähle, dass ich mir auch niemals hätte vorstellen können, ohne diesen Käse zu leben, dann kann man so eine Art Verbindung schaffen mit dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn ich dann sage, und guck mal, dann probier doch einfach mal den Käse da im Supermarkt, den kann ich dir empfehlen. Und was ich auch häufig sage, ist, was wir essen, das ist Gewohnheit. Also Geschmack ist Gewohnheit. Wenn du sagst, dieser Geschmack ist mir so wichtig, dann versuch dich immer daran zu erinnern, das ist nur ein angewöhnter Geschmack. Ich bringe dann immer gerne Pepsi-Test. Ich weiß nicht, ob den die ZuschauerInnen noch kennen. Das war früher mal so eine Werbung. Da wurden dann zwei Gläser Cola gereicht und die Leute sollten rausschmecken. Und da sage ich mal, guck, wenn du Coca-Cola-Trinker bist, dann sagst du, Pepsi ist eklig. Und wenn du Pepsi-Trinker bist, dann sagst du, Coca-Cola ist eklig. Und genauso ist das mit dem Käse oder der Milch. Wenn du dich daran gewöhnst, wenn du 4, 5 Wochen durch dieses Tal der Tränen durchgehst und sagst, okay, das schmeckt jetzt nicht so dolle, ich muss mir das runterzwängen, dann gewöhnst du dich an den Geschmack und nachher sagst du, hey, das schmeckt super, ich könnte mir nie im Leben wieder vorstellen, echten Käse oder echte Kuhmilch zu trinken oder zu essen. Dann hast du dich umgewöhnt und dieses Tal der Tränen, diese Anstrengung oder dieses Leid, das man da durchschreiten muss, das ist ja winzig klein im Vergleich zu dem Leid, was die Tiere erleiden oder was unser Planet dadurch. Und das klappt eigentlich ganz gut, dass die Leute dann so quasi den Ansatz finden, ah, okay, so funktioniert das, dann kann ich das verstehen, warum das halb so wild ist, dass mir das jetzt nicht schmeckt, und dann probiere ich das mal aus. Und dann haben die auch das Durchhaltevermögen, um diese 4, 5 Wochen durchzuhalten, bis der Geschmack sich umgestellt hat. Ja. Ich finde das ja immer so eine Herausforderung zwischen also dieser drängenden Krise, die wir da haben, und auf der anderen Seite so ein Fingerspitzengefühl zu haben dafür, was ich meinem Gegenüber noch so zumuten kann, dass sie mir nicht aussteigen. Das ist schon echt manchmal sehr Ja. spannend. Ja, du hast ja vorhin auch schon die Politik erwähnt. Was würdest du denn von der Politik wünschen? Oder vielleicht auch von den Medien? Ich habe so das Gefühl, über die Pandemie, hätte ich auch eine Menge Wünsche von beiden. Ja. Ja, es ist natürlich für PolitikerInnen ist es extrem schwer, ich sag mal, nach vorne zu gehen und den Schritt zu wagen, weil die müssen immer daran denken, ich brauche in 4 Jahren wieder Wählerstimmen, sonst bin ich abgesägt. Und deswegen sind die alle mal sehr, sehr vorsichtig und versuchen im Grunde genommen nur die Dinge nach vorne zu treiben, wo sie wissen, da habe ich eine Mehrheit im Rücken. Und die Mehrheit in unserem Lande sind natürlich leider grillbegeisterte Fleischliebhaber, sind auch Leute, die gerne schnell Auto fahren. Da ist es schwierig. Deswegen kriegen die das auch mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn nicht übers Herz, weil da könnten wir ja Wählerstimmen verlieren. Also ich würde mir ein bisschen mehr Mut wünschen, denn letzten Endes ist es so, jede Regierung, jeder, der da in die Regierung gewählt wird, hat die absolute Pflicht, Grundlagen unserer Kinder und Kindeskinder zu retten. Das ist ja auch vom Bundesverwaltungsgericht tatsächlich so auch entschieden worden. Das letzte Klimaschutzpaket ist ja, ja, muss ja auf den Prüfstand gestellt werden, weil es halt eben nicht geeignet ist, die Lebensgrundlagen unserer zukünftigen Generationen zu schützen. Von daher habt Mut. Geht nach vorne, bringt die richtigen Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg. Und wenn ihr deswegen keine Wählerstimmen bekommt, dann müssen die nachfolgenden Parteien, die dann gewählt werden, den gleichen Mut beweisen. Anders kommen wir nicht vorwärts. Ich glaube, wir müssen den Leuten, ja, Verbote sind immer schwierig. Ich denke, so Ermutigungen, also Kampagnen, die gestartet werden, wo die Regierung sagt, liebe
Bevölkerung mit Kost schützt unsere Zukunft. Oder dass sie subventionieren, dass Tierhaltungsbetriebe sich umstellen auf, was weiß ich, Gemüseanbau, halt Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln, dass wir da Incentives geben, also ja, im Prinzip das Ganze positiv vorantreiben. Ich glaube, das funktioniert besser, als wenn man jetzt sagt, du darfst kein Fleisch essen. Dann werden die Leute mit Sicherheit ja, sich an den nächsten Jäger wenden und sagen, schieß mir doch mal ein Reh aus dem Wald. Und dann geht das ganze Konzept nach hinten los, wenn wir dann die Wildtiere im Prinzip ausrotten für den Hunger der Fleischliebhaber. Ja, die Politik hat eigentlich viel mehr Werkzeuge in der Hand als nur Verbote. Und das ist das, was uns dann am meisten einfällt, häufig. Aber eigentlich hast du recht, so eine positiven Incentives, das wäre schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, ne? Ja, also auf unserer Homepage www.vegansforfuture.eu findet man auch unseren 10-Punkte-Plan, den wir aufgestellt haben, wo ganz, ganz viele von solchen Vorschlägen drauf sind, wie man halt mit positiven Anreizen diese Agrar- und Ernährungswende hinkriegen könnte. Kann jeder Interessierte oder jede Interessierte gerne mal reinschauen. Ja, ne, was würdest du denn den Menschen, die bei uns jetzt zugucken, vielleicht noch mitgeben wollen? Was können wir denn als Individuen tun, außer bei euch noch auf die Seite zu gucken, was natürlich auch schon mal ein toller Start ist? Ja, was können wir tun? Also der erste Schritt kann sein, erstmal die eigene Ernährung zu überdenken. Ich sage den Menschen immer, guck mal, du musst ja jetzt keine Grundsatzentscheidung für den Rest deines Lebens treffen, weil solche Entscheidungen fallen einem schwer. Eigentlich musst du doch nur bei jeder Mahlzeit, also quasi dreimal am Tag, eine Entscheidung treffen. Und dann stehst du vor der Wahl. Du hast jetzt diese Speisekarte in der Hand oder du stehst im Supermarkt und fragst dich, was kaufe ich zum Essen? Und dann gibt es auf der einen Seite halt Lebensmittel, die extrem die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generationen belasten. Und es gibt Lebensmittel, die sehr, sehr schonend sind, sehr wenige Ressourcen gebraucht haben. Bei denen, die die Umwelt belasten, liegt dann auch noch ein Tierleben mit dabei und Tierleid. Und dann musst du einfach nur abwägen, jede Mahlzeit abwägen. Und dann sage ich immer, und wenn du jetzt diesen unstillbaren Drang hast, jetzt unbedingt ein Steak zu essen, dann ist das halt so. Aber das bedeutet ja nicht, dass du gescheitert bist. Das bedeutet nur, dass diese eine Mahlzeit halt eben nicht so klima- und tierfreundlich war. Dann kannst du bei der nächsten Mahlzeit aber schon wieder was anders machen. Und ich glaube, das ist ganz hilfreich, dass die Menschen sehen, okay, ich hangel mich Stück für Stück für Stück, dann, immer wenn ich es kann, immer wenn mein innerer Drang nicht so groß ist, dass ich jetzt irgendwie meinen Gewohnheiten frönen muss, kann ich etwas anderes, etwas klimafreundliches, etwas tierfreundliches essen. Und dann gewöhnen sich die Leute eigentlich relativ schnell daran und merken so, oh, das ist ja ganz lecker und das hatte ich doch letzte Woche auch und ich bin auch nicht gestorben, weil ich jetzt irgendwie nicht diesen Hunger auf eine Bratwurst gestillt habe oder so. Und dann gewöhnt man sich dran und dann fällt es einem viel, viel leichter. Je mehr vegane Mahlzeiten man in seinen Alltag eingebaut hat, desto leichter ist es ja auch zu sagen, ach, da könnte ich mir auch vorstellen, ganz auf Tierprodukte zu verzichten. Das ist ein Prozess. Wenn ich jeden Tag von morgens bis abends Tierprodukte konsumiere, dann kann ich mir das einfach kaum vorstellen, vegan zu werden. Je mehr vegane Mahlzeiten ich habe, desto leichter wird diese Vorstellung und desto leichter fällt dann auch letzten Endes die Entscheidung zu sagen, ab jetzt 100%. Boah, ja, das ist aber ein schöner Ausblick in die Zukunft. Das würde ich mir für viele, viele Menschen wünschen, dass sie das schaffen. Also da hatte ich ja jetzt quasi den ersten Schritt angesprochen. Darüber hinaus kann man natürlich politisch aktiv werden. Man kann aktivistisch aktiv werden. Man kann auf Social Media Dinge teilen. Denn der Knackpunkt ist ja der, das sagen ja auch viele Menschen, ja, was kann ich alleine schon verändern? Wenn ich jetzt vegan esse, da wird kein Tier weniger geschlachtet. Das mag sein, aber man ist ja eine Vorbildfunktion. Das heißt, mit Freunden, mit Familie darüber sprechen, warum macht man das? Auf Social Media Informationen teilen, warum ist das sinnvoll? Demonstrieren, damit auch fremde Menschen erreicht werden und. Das ist natürlich dann der zweite Schritt, in dem man halt sagt, okay, das, was ich
ich tue, versuche ich zu multiplizieren, Menschen schmackhaft zu machen. Und da immer dran denken, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer versuchen, sympathisch die Informationen anzubieten und zu sagen, guck mal hier, das wäre eine Lösung, machst du mit und nicht du musst, weil sonst bist du schuld. Weil darauf reagieren Menschen ganz ungern. Ja, Schuld ist kein hilfreiches Konzept. Das ist wohl wahr. Ja, dann danke ich dir ganz doll dafür, dass du die Zeit genommen hast, und euch danke ich total für eure super Arbeit, die ihr macht. Ich verfolge das immer ganz begeistert. Ja, ihr Lieben, dann tschüss von mir. Ihr würdet uns ganz doll helfen, wenn ihr unsere Videos liken oder teilen oder kommentieren könntet, so viel ihr mögt und könnt. Ja, dann. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr uns auch weiterhin unterstützen wollt, würden wir uns sehr über Likes, Abos oder Kommentare freuen. Hier seht ihr noch zwei weitere Videos aus dieser Reihe, die euch auch interessieren könnten. Klickt mal rein.